To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. John Sinclair Blutgericht am Weihnachtsmorgen. Eine John Sinclair Weihnachtsgeschichte von Raphael Marques. Gelesen von Dietmar Wunder. Heiligabend war vorbei, wohl dem, der reich beschenkt wurde und sich an dem Glück seiner Familie erfreuen konnte, die sich zum stillen Beisammensein um den Weihnachtsbaum versammelt hatte, im Schein der Kerzen, die die reich geschmückten Zweige erhellten und die mit Schleifen verzierten Pakete zum Glitzern brachten. Hm. All dies war mir als Geisterjäger leider nicht vergönnt gewesen. Nun, zugegebenermaßen wäre mein Weihnachtsfest wahrscheinlich mal wieder in Sheila Connollys berühmt-berüchtigtem Punsch untergegangen. Denn wie jedes Jahr hatten mich meine alten Freunde zu ihrer privaten Feier in ihren Bungalow in London eingeladen. Ohne dich fehlt etwas, war Bills Kommentar zu meiner mit dem neuen Fall verbundenen Absage gewesen. Wen soll ich denn sonst unter Tisch trinken? Suko? <laughs> Wenn dann nur mit Tee. Wohl dem der sich noch an den wahren Sinn des Weihnachtsfests erinnerte. All das schoss mir durch den Kopf, während ich noch vor den ersten Sonnenstrahlen das Hotel verließ, in dem ich mich am vergangenen Tag einquartiert hatte. Das Talhotel am Wiesenhang, welches trotz des Namens oberhalb des beschaulichen örtchens St. Vinzenz lag, wurde seit einiger Zeit von merkwürdigen Vorkommnissen heimgesucht. Es hieß, Poltergeister würden dort umgehen und die Röcke der Zimmermädchen in die Höhe wehen lassen. Ein Schwein soll im Ofen zum Leben erwacht sein und den Koch mit Zwiebeln beworfen haben, und schließlich ging vor drei Tagen noch eine merkwürdige Drohung mit der Post ein. Mir waren die genauen Worte des mit Tinte verfassten Schreibens noch gut in Erinnerung geblieben. Am Weihnachtsmorgen wird das Blutgericht über euch gehalten werden. Der Teufel wird sich eurer Seelen erfreuen, wartet es nur ab. Die Rache ist unser. Unterzeichnet wurde die Drohung von einem Orden des höllischen Schneehuhns. Jawohl, Orden des höllischen Schneehuhns. Wäre nicht ein alter Freund von Sir James Powell, ein gewisser Gregory Grey Mountain, siebter Earl of Dalkirk, selbst im Urlaub von dem Spuk heimgesucht worden, hätte ich wohl vermutet, dass der Verfasser des Schreibens selbst zu tief in den Punsch geschaut hatte. So aber war mein Chef gezwungen gewesen, mich in dieses beschauliche Tal zu schicken, wo ich ausgerechnet die Weihnachtsnacht einsam allein verbringen musste. Mir fielen bereits die Augen zu, während ich meinen Blick über die schneebedeckte Landschaft schweifen ließ. St. Vinzenz bestand aus einem guten Dutzend alter, langsam in sich zusammenfallender Bauernhäuser und einem Gasthaus namens Zum Weißen Ochsen, in dem es roch wie in einer heruntergekommenen Londoner Hafenkaschemme der 60er Jahre. Hier herrschte, sprichwörtlich, tote Hose. Und da auch auf den weißen Hängen nichts zu erkennen war, Begann ich das Hotel zu umrunden. Der laut Beschreibung strahlende Rosengarten hinter dem Haus hatte sich im Laufe der Jahre in eine düstere Brombeerhecke verwandelt, die sowohl den Biergarten als auch die geisterhaft heruntergekommenen Tennisplätze bedeckte. An einem solchen Ort würden sich nicht einmal Untote wohlfühlen, weshalb ich mich umso mehr fragte, wie es diesen komischen Earl hierher verschlagen hatte. Am Hang, der hinauf zu einem düsteren, vom Vollmond beschienenen Felsengipfel namens Waldkopf führte, entdeckte ich endlich etwas. Zwei rotglühende Punkte bewegten sich durch die sternenklare Nacht, begleitet von einer hochgewachsenen menschlichen Gestalt, die so etwas wie einen großen Stock oder Zauberstab mit sich führte. Das Wesen mit den teuflischen Augen reichte dem Fremden bis etwa zur Hüfte. Je näher es kam, desto deutlicher erkannte ich die Umrisse, die mich entfernt an einen Huhn erinnerten. Durch das weiße Federkleid war das Geschöpf kaum zu erkennen, nur die verräterischen Augen sagten mir genau, wo es sich aufhielt. Angesichts des Drohbriefes war wohl anzunehmen, dass es sich bei dem Tier um ein übergroßes Exemplar eines in dieser Gegend nicht selten vorkommenden Alpenschneehuhns handelte. Wer bist du Fremder?", hallte eine raue, tiefe Stimme über den Hang. Die Gestalt mit dem Stab verharrte auf der Stelle, während das teuflische Schneehuhn demonstrativ seine Flügel ausbreitete und einen seltsamen Ruf ausstieß, der mich an mich selbst erinnerte, wenn ich meinen rauen Hals mit Salbeitee frei zu gurgeln versuchte. Wieso stellst du dich meiner Rache in den Weg? Ich spüre etwas an dir, das mir feindlich gesinnt ist. Also ich. ich bin der Sohn des Lichts, hielt ich dem Unbekannten entgegen. Man hat mich gerufen, weil man befürchtet hat, es könnten Menschen sterben. Ein heiseres Gelächter hallte zu mir herüber. <laughs> so wird es auch kommen, erklärte der Fremde. Der Orden des höllischen Schneehuhns wird den Weihnachtsmorgen nutzen, um den Teufel reich mit Seelen zu beschenken. Ich habe bereits die Geister erweckt, die seit Jahrhunderten unter den Mauern des Talhotels ruhten, nachdem dieses frevelhafterweise auf dem Friedhof meines alten Bergklosters errichtet wurde. Nur drei Jahre hat es unsere Gemeinschaft gegeben, dennoch, dennoch hätten meine Gefährten dort für immer ruhen sollen. Nun bin ich mit meinem Götzen zurückgekehrt, um dieses Verbrechen nach exakt dreihundert Jahren zu bestrafen. Ich verkniff mir einen Kommentar darüber, warum eine Klostergemeinschaft, die allen Ernstes ein übergroßes Schneehuhn anbetete, bereits nach drei Jahren zerbrochen war. Ebenso schob ich den Gedanken daran beiseite, dass es ziemlich sinnfrei erschien, 300 Jahre mit seiner Rache zu warten, da die von dem Unbekannten genannten Frevler längst selbst zu Geistern geworden waren. Tja. Manche Handlungsweisen der anderen Seite hinterfragte man besser nicht, sonst erhielt man noch einen Knoten im Hirn. Diese Erfahrung musste ich in meiner langen Karriere als Geisterjäger schon Dutzende Male machen, und ähm, wenn man es genau nahm, dürfte ich nach menschlicher Logik eigentlich gar nicht mehr am Leben sein, das nur ganz nebenbei. Daher schenkte ich solchen Umständen keine größere Beachtung und erfreute mich meines trivialen Lebens. Ich werde mich auch von dir nicht aufhalten lassen, rief mir die Gestalt zu. Ich, Balthasar, Baron von Grüneck, werde dieses Hotel in eine Hölle auf Erden verwandeln. Aus dem Griff seines Stabes schossen plötzlich Flammen empor, die den Mann und seine tierische Begleitung einhüllten und innerhalb weniger Sekunden verschwinden ließen. Nicht einmal Asche blieb von ihnen zurück. Im Prinzip wusste ich bereits jetzt alles, was ich zur Lösung des Falles benötigte. Vielleicht abgesehen davon, warum der Mann und sein Schneehuhn eigentlich durch die winterliche Pracht marschiert waren, wenn sie doch über magische Fortbewegungsarten verfügten. Aber, wie gesagt, mit Logik war es bei meinen höllischen Feinden nicht weit her. Viele Gäste beherbergte das Hotel nicht. Abgesehen von meinen Zimmernachbarn nebenan waren mir bisher nur die Angestellten und das Besitzerehepaar aufgefallen. Henry und Annette Wastler waren alles andere als ein Herz und eine Seele. Schon bei meiner Ankunft wären zwischen ihnen beinahe die Fäuste geflogen, als Ersterer mir zur Begrüßung einen Obstler aufdrängen wollte. Nach Henry Wastler musste ich nicht einmal lange suchen. Schon als ich das Hotel verlassen hatte, war mir nicht entgangen, dass er mit dem Kopf auf dem Empfangstresen schlief und dabei überdeutlich vor sich hin schnarchte. Als ich wieder in das Gebäude trat, zeigte sich, dass er inzwischen erwacht war und im Rausch wild herumgestikulierte. Delfi, Delfi, Butchelmänner, brüllte der Bärtige knapp siebzig Jahre Alte, wie von Sinnen. Sie haben mir meinen Obstler geklaut. Ich runzelte die Stirn und deutete auf die Flasche in der rechten Hand des stattlich beleibten Wirtes. Ähm, Entschuldigung, meinen Sie äh, diesen? fragte ich. Der ist leer. Sehen Sie das nicht? fuhr er mich mit schwerer Zunge an. Im Schlaf haben Sie mir weggesoffen. Wer denn? Na, die Geister. Wer denn sonst? Ich seufzte und rieb mir über die Stirn. Diesen Kerl als Informationsquelle zu nutzen, würde alles andere als leicht werden, nur blieb mir wohl kaum eine andere Möglichkeit. Eine Frage: Haben Sie schon einmal von einem Baron von Grüneck gehört? versuchte ich, mehr über den geheimnisvollen Fremden mit seinem Schneehuhngötzen herauszufinden. Äh Brauneck? Nein, Grüneck, entgegnete ich genervt. Mit einem Stöhnen sank der Hotelchef auf seinen Stuhl zurück. Yeah. Oh, das war so ein Adliger, der vor dreihundert Jahren meinte, sein Schloss zu einem Kloster umzubauen und ein heiliges Schneehuhn anzubeten, ein Schneehuhn, das ihm unter einer uralten Eiche erschienen war brummte Bastler in seinen weißgrauen Vollbart. Also wenn Sie mich fragen, hatte der ein <laughs> ein paar Schrauben im Hirnkastel locker. Vier Hirsel haben sich gefunden, die in sein Kloster eingetreten sind. Die hatten dort so so 'ne Mordsgaudi, dass sie es eines Nachts in Brand gesteckt haben. Das Kloster ist abgebrannt, die Schneehuhnjünger gleich mit. Nur der Friedhof blieb zurück auf dem nun mein Hotel steht. Ja, und? Würden Sie sich jetzt endlich mal um einen Obstler kümmern, fuhr mich der Hotelchef an und deutete mit geweiteten Augen und gefletschten Zähnen in einen Gang, der direkt zum Restaurant führte. Wenn ich daran dachte, was mir am vergangenen Abend dort vorgesetzt wurde, ging mein Magen immer noch auf Achterbahnfahrt. Der sogenannte Schweinsbraten war zäher als meine Schuhsohle gewesen und die Bratkartoffeln, ja, die hatten den Anschein gemacht, schon einmal verzehrt worden zu sein. Ich folgte seinem ausgestreckten Finger, drehte mich aber kurz darauf noch einmal um und sah, dass Henry Wastler erneut selig über dem Tresen schlummerte. Ob es wirklich Sinn machte, den Worten eines Betrunkenen zu folgen und nach einem, dem Geruch nach Mirabellengeist zu suchen, würde sich noch zeigen. Das Geklimper, das aus der Bar an meine Ohren drang, wies zumindest einmal darauf hin, dass ich in diesem Bereich des Hotels nicht allein war. Es brannte kein Licht, auch der Mondschein fand keinen Weg durch die geschlossenen Läden, dafür erleuchtete ein durchsichtiges, rötlich glühendes Wesen die urige Stube. Hinter einem hölzernen Tresen stand die menschengroße Gestalt, zog eine Flasche mit hochprozentigem Inhalt nach der anderen aus dem prall gefüllten Regal und ließ den Inhalt herauslaufen. Sobald sich Whisky, Wodka oder Obstler mit dem Geist verbanden, glühte dieser noch stärker auf. Ich hüstelte und versuchte so, auf mich aufmerksam zu machen. Der Geist war jedoch derart in seinem Element, dass er sich nicht einmal davon stören ließ, dass ich mich auf einen Hocker an den Tresen setzte und mein Kreuz über den Kopf streifte. Werbung! Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen habe ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole. Ja, pass. Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Hand. Nur, die werden wir los. Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an, entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Eine Weile beobachtete ich noch, wie sich das feinstoffliche Geschöpf das kostbare Inventar einverleibte, dann klopfte ich mit der Faust auf das Holz. <laughs> Darf ich fragen, was das werden soll? meldete ich mich zu wort bist du wirklich einer der schneehuhnmönche wie war das noch gleich mit äh, der geistlichen abstinenz meine provozierenden aussagen lösten etwas in dem geschöpf aus das mir nicht gefallen konnte plötzlich glühte es noch stärker auf bis grüne flammen aus ihm herausschossen und es in sekunden schneller einhüllten es war das feuer der hölle das das gespenst befehligte doch ob es aus zorn so stark loderte oder weil dieses Wesen randvoll mit hochprozentigen Spirituosen war, das blieb mir verborgen. Schrille Schreie drangen mir entgegen, während der Geist damit begann, sich mit seinem Flammenkörper durch den Tresen zu fressen. Ich ließ ihn kommen und versuchte nicht einmal vor dem drohenden Unheil zu fliehen, stattdessen legte ich das Kreuz vor mir ab und wartete darauf, dass das Höllenfeuer mit dem geweihten Silber in Berührung kam. In dem Moment, als genau das geschah, Platzte der Geist auseinander und löste sich unter einem klagenden Schrei auf. Unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich davon gesprochen, dass mir die andere Seite keine Atempause ließ. Doch in diesem Fall wollte keine so wirkliche Spannung bei mir aufkommen. Selbst als auch über die mit Schwarz-Weiß-Fotos behangenen Wände grüne Flammen zu zucken begannen und sich drei finstere Gesichter in den Vordergrund schoben, da blieb ich relativ entspannt. Toten Fratzen konnte man die unheimlichen Erscheinungen wohl nennen, aus deren leeren Augenhüllen dunkelrote Strahlen drangen. Die Schreie der Geister wandelten sich nach kurzer Zeit in die gurgelnden Laute eines Schneehuhns, wobei sich auch die Gesichter in Hühnerköpfe verwandelten. Offenbar hatte ich es mit Wer Schneehuhn-Geistermönchen zu tun, die zudem noch aus unerklärlichen Gründen dem Teufel dienten und nun. Nach 300 Jahren auf die Idee gekommen waren, sich an den Bewohnern dieser Touristenfalle zu rächen. Nicht einmal, als ich ihnen das Kreuz entgegenhielt, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Stumm verfolgte ich, wie sich die drei geisterhaften, fast menschengroßen Schneehühner aus den Wänden schoben, ihre Flügel ausbreiteten und dabei ihre bizarren Laute ausstießen. Als die Flammen schließlich in meine Richtung zu zucken begannen, rezitierte ich meinen Lieblingsspruch: Terra pestem teneto, salus igmaneto. Ich erinnerte mich an legendäre Szenen, als ich dem Monsterdrachen Nepreno die Aktivierungsformel entgegengeschmettert oder den schwarzen Tod bei seiner ersten Rückkehr in die Parallelwelt verbannt hatte. Oder an Hector de Valois, der sich als silbernes Skelett triumphal mit Kreuz- und Templersiegel in der Kathedrale der Angst aufbaute, um Baphomets Geist aus ihr zu vertreiben. Mit diesen kolossalen Erinnerungen konnte mein Kampf gegen die Schneehuhngeister wahrlich nicht mithalten. Immerhin saß ich weiterhin auf dem Barhocker, während die lateinischen Worte über meine Lippen gingen und dabei das Kreuz zum Strahlen brachten. Schrilles Gackern drang mir entgegen, als die drei mutierten Gespenster von einer gewaltigen Woge aus weißer Magie hin fortgeweht wurden. Ihre Umrisse zerfaserten, das Höllenfeuer erlosch, und schon nach wenigen Sekunden brach auch das Licht meines Kreuzes zusammen, was wiederum bedeutete, dass ich nun in einer stockfinsteren Bar saß. Der letzte macht das Licht aus, murmelte ich und richtete mich wieder auf. Glücklicherweise trug ich stets meine Stiftleuchte bei mir, mit der ich mir einen Weg durch das Gebäude bahnte. Ich wollte schon erneut in den Empfangsbereich treten, als mir die seltsamen Geräusche auffielen, die mir von dort an die Ohren drangen. Hinfort, du Teifi! kreischte eine schrille Frauenstimme, bevor dumpfe Schritte durch das Hotel hallten. Kurz darauf sah ich, wie Annette Wastler mit einer Heugabel in der Hand durch den Raum stürmte und dabei mit ihren wehenden weißen Haaren selbst wie eine Hexe wirkte. Sie trug nichts weiter als ein sehr dünnes Nachthemd. Ihr Ziel war das monströse Schneehuhn, das ich zuvor noch an der Seite des Barons von Grüneck gesehen hatte und inzwischen um gut einen Meter angewachsen war. Das Untier war gerade dabei, einen Mann zu verschlingen, bei dem es sich vermutlich um Henry Wastler handelte. Nur der Arm mit der leeren Obstlerflasche ragte noch aus dem Schnabel hervor, als sich die Zinken der Heugabel in den in ein weißes Federkleid gehüllten Leib des Schneehuhns bohrten. Ein klagender Schmerzenslaut zeugte davon, dass die Wirtin mit dieser Aktion ihrem Mann eher den Rest gegeben hatte, statt ihn zu retten. Noch ehe ich zu einer Reaktion fähig war, zuckte der Schädel des Riesenvogels nach vorne und riss Annette Wastler mit einem schmatzenden Laut den Kopf ab. Mir blieb nichts weiter, als mit einer geübten Bewegung den silbernen Bumerang hervorzuziehen und ihn in Richtung des Schneehuhns zu schleudern und schwupp. Die bekanntermaßen einst aus den letzten Seiten des Buchs der grausamen Träume entstandene Waffe traf wieder einmal zielgenau und durchtrennte den Hals des Untiers. Noch während der Bumerang versuchte, zu mir zurückzukehren, und dabei eine Vase. Ein Familienfoto, eine Jagdtrophäe und einen Kronleuchter zur Seite räumte, zerfiel der Schneehuhn Götze zu Staub. Lediglich die Leichen des Hotelier-Ehepaars blieben wie ein düsteres Mahnmal zurück. Was blieb mir jetzt noch zu tun? Der teuflische Götze mochte vernichtet sein, doch der Baron von Grüneck existierte weiterhin. Und auch von seinem wahren Götzen, dem Höllenherrscher Asmodes, musste ich mich weiterhin in Acht nehmen. Mein alter Erzfeind tendierte dazu, derartige Niederlagen sehr persönlich zu nehmen, besonders wenn es um christliche Festtage ging. Ich überlegte, ob ich nach meinen Zimmernachbarn sehen sollte, entschied mich aber stattdessen dafür, erneut ins Freie zu treten und dort nach meinem letzten Gegner zu suchen. Schon nach wenigen Schritten bemerkte ich, dass sich der schneebedeckte Hang östlich des Hotels stark verändert hatte. Die schwarzen Mauern eines unheimlichen Schlosses mit zahlreichen Türmen und verwinkelten Erkern ragten dort in die Höhe. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um das Kloster, das einst vom Orden des höllischen Schneehuhns bewohnt wurde. Ihr Götze existierte nicht mehr, auch ihre vier Mitglieder waren vernichtet, wenn man einmal von dem Baron, ihrem Anführer, absah. In Wahrheit diktierte jedoch der Teufel dieses Spiel, der sich ein weiteres Mal als dreieckige Fratze zeigte, die über der obersten Turmspitze schwebte. Diesmal ersparte er mir eine glühende Rede, in der er mir sicher so einige Verwünschungen an den Kopf geworfen und mir gedroht hätte, mich diesmal ganz bestimmt für meine ehrlosen Kämpfe gegen die Mächte der Finsternis zur Rechenschaft zu ziehen. Vielleicht wollte er lediglich die Aussicht auf die malerische Bergwelt genießen. Jedenfalls überließ er ganz seinem Diener das Feld, der sich von einer überraschenden Position zu Wort meldete. Das wirst du bereuen, Sohn des Lichts, brüllte mir Balthasar von Grüneck vom Dach des Hotels entgegen, wo er sich als unheimlicher Schatten aufbaute und seinen Zauberstab in Richtung Mond reckte. Du hast das heilige Schneehuhn entweiht und wirst dafür in dem finstersten Winkel der Hölle schmoren. Also genau genommen hast du es doch selbst entweiht, wenn es sich wirklich einmal um ein heiliges Schneehuhn gehandelt hat, hielt ich ihm entgegen und zog dabei meine Pistole. Es war ein Geschenk des Himmels, aber niemand, niemand wollte mir glauben, als ich den Bewohnern von St. Vinzenz dieses wunderbare Geschöpf präsentierte, das mir unter einer Monstranz erschienen war, die aus der leeren Baumhöhle einer uralten Eiche ragte. Sie lachten mich aus, machten sich über ihren Baron lustig und bewarfen mich sogar mit Eiern, als ich sie darum bat, meinem neu gegründeten Kloster beizutreten. Dorfbewohner mit schwarzem Humor schoss es mir durch den Kopf, wobei ich mir ein Schmunzel nur schwer verkneifen konnte. Andernorts wäre dieser Baron sicher in ein Sanatorium gesteckt worden. Ein heiliges Schneehuhn? Entschuldigung, wie naiv war dieser Kerl eigentlich? Vier Freiwillige fanden sich schließlich, die mit mir einen Orden gründeten, fuhr der Baron fort. Doch das Schneehuhn war über die Frevel der Dorfbewohner so wütend, dass es sich dem Teufel zuwandte und immer mehr und noch mehr Opfer verlangte, um seinen Zorn zu stillen. Ich, bla, 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 bla. Ich stellte meine Ohren auf Durchzug, weil ich derlei Geschichten bereits zur Genüge kannte. Und ja, im Prinzip bereits wusste, was Balthasar von Grüneck mir noch so alles vorschwadronieren würde. Also ließ ich ihn reden, legte mit meiner Beretta auf die schattenhafte Gestalt auf dem Dach an und drückte ab. Zwei Silberkugeln feuerte ich auf den untoten Baron, der von den Treffern durchgeschüttelt wurde, einen erstickten Schrei abgab und bäuchlings in meine Richtung kippte. Mit dem Kopf voraus schlug er auf dem Asphalt auf, überschlug sich noch einmal und blieb schließlich mit dem Gesicht nach unten vor meinen Füßen liegen. Da er nicht zu Staub zerfiel, fragte ich mich, ob mein Gegner wirklich vernichtet war. Leider erwiesen sich gerade die nervigsten Dämonen als besonders lästig, eine Erfahrung, die ich auch in diesem Fall machen musste. Ohne Vorwarnung schossen aus dem Rücken des Toten zwei schneeweiße Flügel hervor. Offenbar war er nun dabei, sich selbst in ein Schneehuhn zu verwandeln. Da ich mir diesen bizarren Anblick ersparen wollte, nahm ich noch einmal das Kreuz in die Hand und presste es in den Nacken des Barons. Es knackte und knirschte, als der Schädel unter dem Druck des geweihten Silbers zusammensackte und zu Staub zerfiel. Auch der Rest des Körpers verwandelte sich in Asche, lediglich der Zauberstab mit dem wulstigen Griff blieb zurück. Er würde sicher seinen Platz im Safe von Scotland Yard finden, neben weiteren seltsamen Errungenschaften meiner langen Karriere. Ein Blick zur Seite zeigte mir, dass mit der Vernichtung des Barons auch sein Schloss verschwunden war. Operation gelungen, Patient tot, so lautete wohl das Fazit dieses Falles. Zumindest meine Zimmernachbarn lebten noch und streckten ihre ahnungslosen Gesichter aus ihrem Zimmer, als ich ins Hotel zurückkehrte, um die örtliche Polizei zu alarmieren. Ach ja, in diesem Moment wünschte ich mir etwas von Sheilers Punsch herbei. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago Deep Dish Pizza, New York Bagels, Maine Lobster Rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to Goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT.